Manchen sind sie sicher schon aufgefallen. Kleine Messingplatten, die nicht nur in Hannover hier und da Pflastersteine ersetzen. Die Rede ist natürlich von den sogenannten Stolpersteinen. Sie tragen die Namen und Daten von Holocaust-Opfern und werden oft vor der ehemaligen Haustür desjenigen in den Boden eingesetzt. Nun hat der Erfinder Gunter Demnig in Hannover gleich 18 an einem Tag verlegt. Unsere Reporterin Clara Wignanik war dabei. Nun hat Hannover wieder ein paar Stolpersteine mehr. Die 18 Messingplatten mit den Namen und Daten der Holocaust-Opfer wurden in wenigen Stunden an einem Tag vom Erfinder Gunter Demnig an 8 Stellen in Hannover verlegt. Unter ihnen war auch ein Stein für Marie Sternheim. Die am 18. Juli 1874 in Hannover geborene Tochter von Hermann und Anna Sternheim lebte 16 Jahre in der Gabelsberger Straße 10. Für den Stein übernahm Barbara Maria Kirsch die Patenschaft. Sie lebt auch selbst in der Gabelsberger Straße. Ich halte es für unglaublich wichtig, dass die Erinnerung an das, was in der Nazizeit passiert ist, nicht verloren geht. Die letzten Menschen, die dort gelebt haben oder zu dieser Zeit gelebt haben, sterben jetzt. Wir müssen diese Dinge in Erinnerung behalten. Es gibt ja auch in unserer Gesellschaft leider sehr viele rechtsradikale Tendenzen und ich halte es für sehr wichtig, dass wir dagegen kämpfen und dass wir sozusagen dagegen aufstehen. Und ich denke, diese Stolpersteine sind ein ganz wichtiger Beitrag dazu. Unter den weiteren Steinen waren auch 5 für die Familie Herzberg in der Richard-Wagner-Straße 22. In Hannover die letzte Verlegung an diesem Tag für Gunter Demnig. Es war wieder neu. Es wird keine Gewohnheit, es ist keine Routine. Gut, das Verlegen kann ich inzwischen nach 40.000. Aber gerade hier wieder die Situation mit den Herzbergs. Es ist natürlich, wenn Angehörige kommen, irgendwo ist ja erstmal Trauer da. Aber dann, man merkt es immer wieder, diese Freude, dass so etwas passiert, dass das Interesse da ist. Und dass jetzt wenigstens so ein Ort da ist, eben das war ihr Zuhause. Und das ist die Erinnerung jetzt daran. Rudolf Herzberg und Lili Herzberg heirateten im Jahr 1907 und ließen sich in Hannover nieder. Im Jahr 1923 zog dann die Familie in die Richard-Wagner-Straße. Im November 1933 emigrierte der Sohn Bernhard Herzberg nach Südafrika. Die Tochter Nanni folgte ihm 1934. Bernhard fing 1985 in England mit seiner Frau ein neues Leben an und verstarb 2007 in London. Die Tochter Ruth Herzberg konnte ebenfalls 33 aus Deutschland fliehen, verstarb aber dann in Tschechien. Dem jüngsten Hans Herzberg gelang mit einem der letzten Kindertransporte 1939 die Flucht nach England. Er lebt heute in Berlin. Rudolf und Lili Herzberg entkamen mit einem der letzten Auswanderertransporte 1941 aus Deutschland. Rudolf verstarb 1974 und Lili Herzberg 1981 in Kapstadt, Südafrika. Bei der Steinverlegung waren mehrere Verwandte der Familie anwesend. Die Söhne und Töchter von Hans Herzberg, Wolfgang, André, Vera und Marion Herzberg, sowie der Sohn von Bernhard Herzberg, Paul. Ein höchst bewegender Tag für alle. Na, der ist sehr emotional, doch aufgeladen. Die ganze Familie, also die Nachkommen, die Kinder von Hans und Bernhard Herzberg sind hier anwesend mit ihren eigenen Kindern. Und wir sind eingeladen, hier in das Haus uns das mal von innen anzusehen. Da war bisher keiner drin. Und da freuen wir uns natürlich sehr für diese Ehrung. In dem großen Mehrfamilienhaus leben heute wieder jüdische Familien.